Hallo, mein Name ist Ute Jung vom Sportverein Kirchvers e.V. Mit dem kostenlosen Bonusprogramm von der Volksbank Mittelhessen konnten wir durch die Teilnahme an einem Förderwettbewerb 5.000 Euro gewinnen. Danke dafür, sagt der Sportverein Kirchvers. Ja, danke Martin für die Glückwünsche. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir heute so ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Also ich finde, wir haben von Beginn an sehr gut gedeckt, also eine sehr gute Positionsverteidigung gehabt und dann auch eine gute Torwartleistung. Wir haben gut umgeschaltet, haben da ein paar technische Fehler in der ersten Halbzeit gehabt, 1-2, ging so direkt am Pass aus der Abwehr heraus. Ja, und haben vorne sehr diszipliniert gespielt, eine tolle Spielsteuerung von Magnus. Also der also wirklich hier über 60 Minuten heute voll überzeugt hat. Und dann möchte ich auch Lenny Rubin herausheben, der wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Wie Martin gesagt hat, wir haben am Ende von langen Ballpassagen dann auch die richtige Lösung gefunden. Und oft war es halt Lenny, auch aus der zweiten Welle, der getroffen hat. Wir haben, finde ich, auch dann gegen den siebten Feldspieler ganz gut verteidigt. Wir konnten nicht jeden Ball verhindern. Einziger Kritikpunkt gegen so einen starken Gegner wie die Löwen war so in der zweiten Halbzeit eine Phase, wo uns zwar vorne ein Tor gelungen ist, aber ja, die Löwen unglaublich gut gekontert haben. Ja, über einen schnellen Anwurf, da haben wir so 3-4 Mal nicht aufgepasst und haben das Ding aber dann zu Ende gespielt. Ich glaube, das tut uns allen sehr gut. Ist einfach auch so, ich meine, die Top-Teams, die permanent dann auch noch Europapokal haben, wo alle Spieler weg sind bei Nationalmannschaftsmaßnahmen können, also und auch einfach gewaltiges Programm haben. Die können eh nicht unter der Woche länger trainieren, aber wir brauchen das. Also wir brauchen auch mal eine Trainingswoche, in der wir mal irgendwelche Dinge aufarbeiten können. Und die hatten wir jetzt das erste Mal seit 4 Wochen, seit dieser Olympia-Qualifikationsunterbrechung. Und das war meine Hoffnung, dass wir dann wieder stabiler spielen. Also ich bin hochzufrieden, vielen Dank. Und für uns ist das natürlich ein toller Ostersonntag. Dankeschön. Vielen Dank. Wir geben das Wort an Jannik Kulbacher. Ja, von mir natürlich auch Glückwunsch an Kai und die HSG. Auch meiner Meinung nach haben wir es heute in der Abwehr nicht geschafft, da 100% immer die Lücken zu schließen, wie Martin schon gesagt hat. Was uns aber natürlich gerade in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gefehlt hat, war gerade die Passsicherheit in der zweiten Welle, wo wir nach einem Tor den Ball direkt wieder dem Gegner übergeben und das macht die HSG dann clever. Fährt dann einfache Tore im Gegenstoß ein, genauso lange geduldige Angriffe gespielt und da viel Zeit von der Uhr genommen und am Ende immer die richtige Entscheidung getroffen. Vielen Dank. Wir schließen ab mit Magnus Fredriksen. Danke, Martin und Janik. Ich spiele sehr gut und in Abwehr spiele sehr gut mit Olo und Anton. Und wir haben viele gegenschlossene Tore mit Björnchen und Max. So, danke. Oh, ein guter Mann. Vielen Dank für die Statements. Jetzt kommen wir zu den Journalisten. Eine Frage darauf, Martin. Kannst du dich daran erinnern, wenn ihr das letzte Mal hier eine Woche trainieren konntet, ohne zu leisten, ohne zu spielen? Gab es das in dem Jahr schon mal? August? Typisch mal, ja, wir haben ja Platzspiele, so wie es Kai auch schon gesagt hat. Wenn alle dann sich ausruhen können, sind die Nationalspiele da unterwegs, dann wird es natürlich schon eng. Also, das ist aber jetzt. Deswegen, ich will da auch gar nicht so drauf rumhalten. Man hat es heute deutlich gesehen, dass die Beine gefehlt. Es war ganz deutlich, uns haben die Beine gefehlt heute. Wir haben auch am Donnerstag ein schwieriges Spiel gehabt in den Messungen und am Dienstag auch ein schwieriges Spiel, das Rückspiel gehabt. Also, das hat man heute einfach gesehen. Aber das ist ein Fakt, das sollte Ausrede sein. Wir müssen uns trotzdem besser bewegen und das werden wir hoffentlich am Donnerstag auch wieder machen. Aber mit Trainingssteuerung und solchen Sachen kannst du da nicht kommen. Das ist einfach Überlebenstraining. Das Einzige, was du da machen kannst. Kai, du hast den Anton zwei, dreimal rausgetan, weil das mit Rücksicht auf seine Verletzung hier gehabt hat oder was hat das im Grund gehabt? Ja, aber also Anton
kriegst halt irgendwann konditionelle Probleme. War in der Halbzeit auch bei mir, hat gesagt, Kai, 10 Minuten schaffe ich, zweite Halbzeit. Und ich habe ihn dann nach 8 Minuten schon mal rausgenommen für 5, 6, 7 Minuten. Und dann ging es aber wieder, halt auf die Zähne gebissen. Ja. Und Patrick hat das gut gemacht. Ich sehe keine weiteren Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und eine gute Heimreise.